Chaos nach Fehlalarm am Frankfurter Flughafen. Eine französische Familie hat dafür gesorgt, dass ein Terminal geräumt werden musste. Eine Mitarbeiterin bei der Sicherheitskontrolle hatte die Familie trotz eines positiven Sprengstofftests in den Sicherheitsbereich gehen lassen. Die Bundespolizei evakuierte betroffene Bereiche und suchte nach der Familie. Als sie gefunden wurde, bestätigte sich der Sprengstoffverdacht nicht. Das Terminal war für 3 Stunden gesperrt, 80 Flüge wurden gestrichen.